So, guten Morgen. Ich werde heute mal wieder ein bisschen wandern. Hier hinten in den Wald rein. Dann eventuell bis zur Aussicht zum Edersee auf die Sperrmauer. Man sieht sich. Na, wenn das nicht ein dicker Ameisenhaufen ist mit Ameisen, die hier fleißig sind. Hier haben wir jetzt ein Schild, ein Hinweisschild. Eder Höhenweg, Klippensperrmauer. Da werde ich wohl hingehen. Da geht's nach Waldeck, auf Holdern, da komme ich ja her. Und Eder, Twiste, Buhlen, geht das da lang. Ja, prima. Dann kommen wir zum Klippenweg. Kann ja nicht so weit sein, ne? Da ist doch ein Schild. Das sind die Benediktkiefern. Oh, schaut euch das an. Hier hat einer seine Badehose verloren. Wollt ihr von hier oben runter springen? Ui, geht's aber jetzt wieder runter. Das müsste Hemfurt sein da unten. Wahnsinnig. Wenn einer Flaschensammler ist, ne? Das ist doch der Hammer, oder? Da bin ich sprachlos sogar. Wahnsinn. So, wie man sieht, war das jetzt hier der erste Aussichtspunkt. Da unten ist der Edersee. Ich weiß nicht, ich muss es einfach noch mal filmen. Es ist so geil hier. Wahnsinnig, ne? Da kann man noch nicht meckern. Jetzt gehe ich noch weiter hoch. Ich will noch auf Schloss Waldeck schauen. Also, wir sehen uns gleich. Hier sehen wir jetzt Waldeck. Da unten fährt der Dampfer. Da oben ist Schloss Waldeck. Da unten fahren sie Wasserski. Wenn man es gerade noch sehen kann. Da hinten kommt der andere Dampfer. Wahnsinn, ein Ausblick. So, ich hoffe, dass ich jetzt bald zum Ende komme. Das ist schon eine ordentliche Tour jetzt gewesen. Man sieht hier eine schöne Ecke. Da muss ich jetzt noch lang. Ich habe noch einen Muskelkater vom Kegeln. Naja. Einfach herrlich hier im Wald zu laufen. Mir sind auch ein paar Leute entgegengekommen. So ist es nicht. Aber ich höre die Autos da unten. Die werden dann schon an der Straße sein. Dann werde ich schon bald da sein. Also,
geht weiter.